Die Challenge, die ihr gleich seht, ist sehr spontan entstanden. Mein Bruder hat mich auf die Idee gebracht. Ich bin kein Fitness-Influencer, kein Ausnahmeathlet. Ich trainiere nicht seit Jahren schon mit meinem eigenen Körpergewicht. Daher erwartet nicht zu viel. Die Challenge hat mich gereizt. Ich fand es cool, wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und wie es gelaufen ist, seht ihr jetzt im Video. Stück und jetzt kann ich schon nicht mehr. Wichtig fürs Selbstbewusstsein, Digga. Wichtig fürs Selbstbewusstsein. Ich bin viel zu schwer, glaube ich dir direkt. Gott sei Dank hatte ich am Anfang nur 3 Wiederholungen gemacht, dadurch fiel mir das relativ einfach. Eine ordentliche Ausführung der Klimmzüge eine Weile lang hinzubekommen. Aber mir wurde schon klar, nach kurzer Zeit, dass das wirklich schwierig wird, diese Stunde durchzuhalten. Kommst du noch hoch, Alter? Wie geht das? Du machst ja ohne Schwung, du machst ja ohne Beine. Das ist eigentlich ein Greenscreen und da ist eine Person in Grün. Weißt du, die hebt erstmal die Beine. Oh, no, 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 no. Ja, nach 20 Minuten ist mir bewusst geworden, dass die Zeit unfassbar schnell umgegangen ist. Die Zeit, die ich mir im Kopf ausgemalt hatte, die ich schaffen wollte, überhaupt nicht realistisch war und ich eigentlich froh sein konnte, wenn ich diese 60 Minuten nach Hause hole, ohne vorher abzubrechen. Ja, also ich sagte, so wie es ist, 100 Stück finde ich schon ganz schön hart. Ja, aber es ist trotzdem, also, ja, habe ich schon stark überschätzt. Bro, ich hätte nicht mal 30 geschafft. Ich tue gerade ein bisschen weh im Herzen. Bruder, du wiegst ja auch knapp 100 Kilo, das darfst du auch nicht vergessen, ne? Also wenn du jetzt irgendwie 60 Kilo wiegen würdest, kannst du auch nicht das Körpergewicht, ne? Denke ich mir dann nochmal. Komm. Ohne Witz, dass du die noch so sauber machst, ne? Und dass du noch so hochkommst, finde ich alleine schon übel. Ich schwöre, es geht wirklich noch gut klar. Muss man ich wirklich hoffe, ich sagen. Ich warte so auf dieses Marathon hoch, dass du irgendwann an so einem Punkt laufen, dass es dann leicht fällt. Ja. Und dann wird richtig losgelegt. Nope. Dann mach ich 10. So, ab einer halben Stunde habe ich dann gemerkt, wie meine Unterarme und mein Bizeps zugemacht haben. Es hat sich extrem überlastet und aufgepumpt angefühlt und es war einfach nur super unangenehm. Ich hatte auch echt ein bisschen Angst, mich zu verletzen und das wollte ich einfach nicht riskieren. Ich will 300 schaffen. Ja. Ich finde es so schwer. Und ich glaube, so Einser wären schneller. Wenn du Einser machen würdest, wäre schneller. Weiß ich nicht. Ich glaube aber, probier jetzt mal 2 Stück aus. Ja. Die jetzt vielleicht will ich noch ein paar Minuten 3 schaffen. Aber lieber probieren 2 und die jetzt bis Ende durch. Weißt du? Ja. Nachdem ich auf 2 runter bin, habe ich gemerkt, dass es viel, viel schwerer war, überhaupt Wiederholungen reinzubekommen. Habe probiert, dann wirklich in den Tunnel zu kommen, die Pausen so kurz wie möglich zu halten und immer alles zu geben. Thank you.
Schulter. Mhm. Alter. Das ist spannend, richtig, wa? Mhm. His name is Cristiano! Da wir in öffentlich Park waren und da wirklich einiges los war, fiel mir das ein bisschen schwer, mich auf die Challenge zu konzentrieren. Aber nachdem mein Bruder zu mir meinte, dass ich noch 15 Minuten habe, habe ich mich nochmal zusammengerissen und probiert, so viel wie möglich an Wiederholungen klarzumachen. Ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte von mir ein bisschen mehr erhofft. Ich denke aber, das Ergebnis geht klar, weil es repräsentativ für jemanden ist, der nicht regelmäßig mit seinem eigenen Körpergewicht trainiert. Vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen da draußen selber motivieren, die Challenge mal auszuprobieren, generell mit dem Sport wieder anzufangen oder vielleicht mit dem Körpergewicht zu trainieren. Und dann kann ich eigentlich nur noch abschließend sagen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.